Möchtest du wissen, wie du Arztkosten und generell Gesundheitskosten in deiner Steuererklärung geltend machen kannst? Dann schau dieses Video bis zum Ende. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und zunächst erstmal gute Nachrichten. Du kannst Arztrechnungen und generell Gesundheitskosten in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Das wissen gar nicht alle. Deswegen solltest du auf jeden Fall all diese Rechnungen aufbewahren. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass du diese Kosten als Privatkosten erstmal tragen musst. Das heißt, die Kosten setzt du in deiner privaten Einkommensteuererklärung an und nicht in der laufenden Buchhaltung. In der Einkommensteuererklärung fallen sie dann in die Kategorie außergewöhnliche Belastungen. Es gibt auch noch Sonderausgaben und so ein paar andere Ausgaben. Was genau der Unterschied ist, das erkläre ich dir in dem Video, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Wichtig an dieser Stelle ist, die Gesundheitskosten müssen im Zusammenhang entstanden sein mit einer anerkannten Krankheit oder infolge eines Unfalles entstanden sein. Eine kleine Sonderrolle haben übrigens Berufskrankheiten. Das heißt, wenn du selbstständig bist und eine Berufskrankheit hast oder ja infolge deiner Tätigkeit irgendwie beruflich krank geworden bist, dann kannst du unter Umständen die Kosten nicht nur als außergewöhnliche Belastung ansetzen, sondern auch als Betriebsausgabe. Das ist steuerlich für dich meistens günstiger. In solchen Fällen prüft das Finanzamt aber ganz genau. Das heißt, wenn du wirklich eine Berufskrankheit haben solltest, dann solltest du mit deinem Steuerberater sprechen. Wenn du unser Mandant bist, sprich einmal mit uns bitte. Das heißt, ruf uns einmal an oder schreib uns eine E-Mail oder eine Chatnachricht in der Kontist-App, damit wir gemeinsam besprechen können, wie wir deine Kosten am steueroptimalsten absetzen können. Die große Frage, die du dir mit Sicherheit auch stellst, ist, welche Kosten gehören denn jetzt dazu? Das heißt, was sind denn Arzt- und Heilkosten, die man steuerlich ansetzen kann? Und welche Rechnungen und Unterlagen solltest du eigentlich aufbewahren? Es gibt halt Heilbehandlungen wie Sand am Meer. Und ich kann dir jetzt kein Video machen, wo ich alle Heilmethoden dieser Welt einmal aufzähle und dir das bewerte, ob das absetzbar ist oder nicht. Deswegen fokussiere ich mich mal auf die häufigsten, gängigsten Ausgaben, die du haben kannst. Und da fangen wir natürlich an mit einer generellen Behandlung stationär oder ambulant im Krankenhaus oder bei einem Arzt. Dazu gehören auch Behandlungen bei einem Spezialarzt oder Heilpraktiker. Diese Kosten in diesem Zusammenhang kannst du absetzen. Außerdem kannst du Kosten für Heilmittel, Hilfsmittel und Medikamente absetzen, wenn es dir von einem Arzt verschrieben worden ist. Dazu gehören übrigens auch Zahnersatz, Brillen oder Hörgeräte. Außerdem kannst du alle Kosten absetzen für Krankenhausaufenthalte. Wichtig da ist aber, dass es wirklich nur um die Heilkosten geht. Das heißt, wenn du zusätzliche Gebühren zahlst für einen Pay-TV-Sender oder Internetzugang oder Geld ins Münztelefon vor Ort wirfst oder wie auch immer, das sind natürlich Kosten, die du nicht absetzen kannst. Es geht um die eigentlichen Krankheitskosten. Und dann kannst du Kosten für ein Pflegeheim absetzen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass das aufgrund einer Krankheit notwendig geworden sein muss. Das gleiche gilt übrigens auch in einem Altenheim. Das heißt, wenn du zum Beispiel für die Kosten für deine Altenheimunterbringung für deine Eltern aufkommst und die haben eine Krankheit und landen im Altenheim auf der Pflegestation und da entstehen zusätzliche Kosten, kannst du auch diese Kosten als außergewöhnliche Belastung absetzen. Und dann gibt es auch noch Kosten, die du zwar nicht immer absetzen kannst, wo das aber üblich ist, dass es einige Fälle gibt, wo du sie absetzen kannst. Das sind zum Beispiel Kosten für nicht anerkannte Heilmethoden. Da kann das durchaus sein, wenn du es nachweisen kannst, dass diese Kosten zwangsläufig waren und dass sie dein Leid gelindert haben, dann kannst du auch die Kosten ansetzen. Außerdem kannst du Kosten für eine künstliche Befruchtung absetzen. Aber auch Kosten für Kuraufenthalte, wenn quasi das durch eine Krankheit verursacht wurde und dadurch dein Leiden gelindert wurde, dann kannst du auch Kosten für Kuraufenthalte steuerlich als außergewöhnliche Kosten absetzen. Diese ganzen Kosten beziehen sich übrigens nicht nur auf die eigentlichen Kosten, sondern auch auf die Reisekosten. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, du musst zu einem Spezialkrankenhaus fahren und musst 500 Kilometer mit der Bahn durch Deutschland fahren, um dich da behandeln zu lassen. Und dann kannst du die Reisekosten absetzen, du kannst den Krankenhausaufenthalt und die eigentlichen Behandlungskosten, die kannst du alle zusammen in deiner Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung absetzen. Jetzt, nachdem wir uns angeschaut haben, welche Art der Kosten du absetzen kannst, ist natürlich die nächste Frage, in welcher Höhe kannst du diese Kosten denn eigentlich in der Steuererklärung berücksichtigen? Da gibt es zwei Dinge, die du beachten solltest. Die erste Sache ist, dass du natürlich nur die Kosten berücksichtigen kannst, die du tatsächlich auch am Ende gehabt hast. Das klingt jetzt natürlich erstmal, ich würde mal sagen, selbsterklärend und offensichtlich, aber gerade bei den Gesundheitskosten ist es ja relativ häufig so, dass du vielleicht erstmal eine Rechnung bekommst, du zahlst die Rechnung erstmal und erst später bekommst du eine Erstattung von der Krankenkasse oder der Unfallversicherung und so weiter. Das heißt, du darfst für deine Steuererklärung natürlich nur die Kosten ansetzen, die du selber
am Ende auch getragen hast. Das heißt, wenn du 1000 Euro gezahlt hast und 800 Euro von der Krankenversicherung wiederbekommen hast, darfst du natürlich nur die 200 Euro nehmen, um sie in der Steuererklärung zu berücksichtigen. Der zweite Punkt ist relativ interessant. Und zwar sagt der Begriff außergewöhnliche Belastung ja indirekt auch schon, dass es ja irgendeine gewöhnliche Belastung geben muss. Und das ist relativ spannend, weil da hat der Gesetzgeber versucht, wirklich möglichst fair zu sein. Und es gibt für jeden persönlichen, also für jeden Steuerpflichtigen in Deutschland, einen persönlichen individuellen Betrag, der quasi zumutbar ist. Der Gesetzgeber geht hin und sagt, naja, jeder Mensch hat ja irgendwie Gesundheitskosten und irgendein Betrag ist halt zumutbar. Und wir wollen nur das steuerlich erleichtern, was quasi unverhältnismäßig hoch ist, das heißt unzumutbar. Deswegen unzumutbare Belastung, eine außergewöhnliche Belastung. Genau das ist steuerlich begünstigt. Das heißt, wir müssen aber auch, oder du musst in der Steuererklärung, meistens macht sie Steuersoftware oder der Steuerberater für dich, das heißt, muss erstmal die zumutbare Belastung ausrechnen. Und diese zumutbare Belastung ist abhängig von deinem Einkommen, deinem Familienstand oder wie viele Kinder du hast. Ist relativ logisch. Das heißt, je mehr Einkommen du hast, desto höher ist die zumutbare Belastung. Desto kleiner ist auch der Betrag, den du tatsächlich an Gesundheitskosten steuerlich geltend machen kannst. Und so ist das Ganze gerechnet. Du musst erstmal alle Belege sammeln und anschließend musst du schauen, was hast du am Ende selber bezahlt und was übersteigt eigentlich die zumutbare Belastung. Und das ist dann der Betrag, den du in der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung absetzen kannst. Das Problem mit den zumutbaren und den unzumutbaren oder den außergewöhnlichen Belastungen ist ja, dass du im Laufe des Jahres noch gar nicht so genau weißt, wie hoch die Kosten sein werden. Du weißt noch gar nicht, wie hoch der Betrag der zumutbaren Belastung ist und was das eventuell übersteigt. Und deswegen empfehle ich dir auch dringend, dass du unterjährig einfach alle Rechnungen, die irgendwie im Zusammenhang mit Heilbehandlung sind, sammelst. Das heißt, sammle bitte alle Arztrechnungen, alle Ausgaben, die du im Zusammenhang mit Zahnarzt hast, Brille, Hörgeräte und so weiter, alle Medikamente, eventuell Corona-Tests. Und auch die Fahrtkosten, die da im Zusammenhang stehen, sammel diese Unterlagen alle und wenn wir für dich deine Einkommensteuererklärung machen, schick uns die alle zu. Wir können dann für dich berechnen, was die zumutbare Belastung ist und was du steuerlich ansetzen kannst. Wenn du deine Steuererklärung selbst machst, dann solltest du das trotzdem unterjährig sammeln, denn das sind die Unterlagen, die sich zugegebenermaßen ein Jahr später relativ schwierig wieder anfinden. Deswegen sammle all diese Unterlagen, um dann später deine Steuererklärung zu machen oder schick sie uns zu, damit wir sie für dich berücksichtigen können. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Gerade das Thema Heilbehandlungen in der Steuererklärung verursacht eine ganze Reihe an Fragen. Wenn du noch Fragen hast, die ich in diesem Video nicht beantwortet habe, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wenn du noch nicht unser Mandant bist, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du unser Mandant wirst. Aber du kannst natürlich auch einen Kommentar schreiben unter diesem Video und wir helfen dir gerne weiter. Wenn du unser Mandant bist, dann hast du natürlich einen direkteren Draht und hast ein paar mehr Vorteile. Dann kannst du uns einfach anrufen, schreib uns eine E-Mail oder schreib uns einfach eine Chatnachricht in der Contest-App und wir helfen dir gerne weiter und können mit dir gemeinsam herausfinden, ob du die Kosten, die du hast, auch steuerlich absetzen kannst. Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du uns treu bleibst und einfach unseren Kanal abonnierst. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Videos rund um das Thema Steuern und Buchhaltung, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Du kannst uns zum Beispiel hier abonnieren oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, wo wir erklären, wie du bestimmte Ausgaben in der Steuererklärung geltend machen kannst. Die Videos findest du hier oder hier. Dummerweise ist jetzt der Bildschirm ausgegangen, dass ich gar nichts mehr sehe.